So, nun kommen wir zu einer einfachen Technikübung. Sie heißt auch genau so. Sie ist im Videoportal als einfache Technik drin. Wir haben da verschiedene Varianten. Im Videoportal einfache Technik von 1 bis, ich weiß gar nicht mehr, 10, 12, 13, 14, glaube ich, geht sogar hoch. Wir fangen mit der allereinfachsten an, einfache Technik 1. Das ist einfach nur ziehen, vorlegen, aufs Tor schießen, einen zweiten Ball bekommen. Und wir haben auch hier jetzt wieder eben versucht, die ganz banalen Anstandsregeln natürlich auch, aber auch die banalen Abstandsregeln einzuhalten. Die Kinder stehen wieder bei Linemarkern an und hier beginnt die Übung. Da drüben haben wir den Anspieler, nur um kurz zu zeigen, wie man das dann eben in die Praxis umsetzt. Also Kugel hier nach innen legen. Ich bin Rechtsfuß, ich starte also mit rechts ziehen, vorlegen. Dann kommt ein kurzer Torschuss, zweiter Ball. Den lege ich mir jetzt auf links rüber, weil ich ja den ersten Mal mit dem rechten geschossen habe, damit ein bisschen Abwechslung da ist. Und schon tauschen wir alle ein weiter die Positionen. Ja, spiel ich her, Josef. Okay, dann nimm du deinen Ball rechts vor. Ihr wartet dann dort einmal auf mein Kommando, bis ihr wechseln dürft. Das Einzige, was man halt jetzt aufpassen muss, wir haben, warte noch kurz, Josef, nee, passt schon, kannst schon hingehen. Wir haben ja im Videoportal normalerweise neben den Toren immer zwei, drei Anspieler, sodass natürlich es zügig immer weitergehen kann, weil einer ja immer mindestens da ist. Wir haben jetzt nur einen Anspieler und das heißt, derjenige, der jetzt hier dann als nächstes immer dran ist, muss ganz kurz immer schauen, ist dann der Anspieler da schon unten an der Position, sonst kann er noch nicht loslegen. Okay, fertig, Josef, auf geht's. Ziehen, vorlegen, hopp, Torschuss, alle Rücken, eins weiter, anspielen, hopp, kurz lenken, auf links, Korbi noch warten, Josef kurz im Laufschritt nach unten, super Kili und legen wir los, auf geht's. Ziehen, vorlegen, Tempo, alle Rücken, eins weiter, Maxi Xaver, auf geht's, zweiter Ball, Maxi warten auf mein Kommando, lenken auf links und nach unten gehen, Korbi. Kurz runter dribbeln, jo, können wir loslegen. Und auf geht's. Ziehen, vorlegen, hopp. Schöner Schuss, Maxi, super. Zweiter Ball, Xaver rückt weiter, Kili rückt weiter, Josef rückt weiter. Zack, super, Maxi. Nach unten laufen, schnell zum Anspieler werden. Und Xaver können wir starten. Zack, zack, ein bisschen zu weit nach vorne gelegt. Maxi, du sollst zum Anspieler werden. Ziehen, vorlegen, hopp, erster Schuss, Xaver, zweiter Ball, Tempo, Zuspiel, hopp, kurz lenken auf links, alle Rücken eins weiter, Josef aber noch warten dann wieder, hopp, und auf geht's, komm, Kili, kurz Laufschritt dahin laufen, warten kurz, Josef, okay, passt, hopp, legen wir los, ziehen, vorlegen, Tempo, rechter Fuß, zweiter Ball anspielen, hopp, und linker Fuß schießt, Korbi noch kurz warten, Josef ist bereit, jetzt geht's und hopp, ziehen, vorlegen, Tempo, super, zweiter Ball anspielen, kurz wieder auf links lenken, gut, Maxi noch kurz warten, du kannst den Ball schon mal hinlegen in die Position, okay, es ist soweit, nehmen wir los, hopp, hopp, ziehen, vorlegen, Abschluss, zweiter Ball anspielen und Tempo, Maxi, komm, hopp, zweite Kugel nochmal, sauberer Lupfer und warten noch, Maxi nimmt einen neuen Ball aus dem Tor, genau, okay, und hopp. Ziehen, vorlegen, Tempo, hopp. Zweiter Ball, Maxi. Und okay, kurz stehen bleiben, warte kurz. Xaver wird zum Anspieler. So, ich baue die Übung ganz kurz minimal um. Im Videoportal haben wir zum Beispiel, fällt mir gerade ein, die Übung Einfache Technik 14. Die sieht folgendermaßen aus, da baue ich jetzt noch ein Hütchen dazu auf. Das legen wir hier kurz hin. Lass den Kili gleich einfach machen. Und zwar läuft die folgendermaßen ab. Hier ist Ziehen, Vorlegen, so wie wir es gerade eben auch hatten. Nach dem Ziehen, Vorlegen schießt du aber nicht aufs Tor, sondern dribbelst zu gelb. Machst einen Ronaldo, rechter Fuß auf links. Schießt mit dem linken Fuß und bekommst dann vom Xaver den zweiten Ball gespielt. Ja? Machen wir kurz, probieren wir mal aus. Ziehen, Vorlegen. Andribbeln, hopp, Ronaldo, Tempo, linker Fuß schießt aufs Tor, zweiter Ball, alle Rücken eins weiter. Auf geht's. Zack, Kili schnell zum Anspieler werden, Josef, legen wir los. Ziehen, vorlegen, Tempo, hopp, Ronaldo, hopp, zweiter Ball anspielen, alle Rücken eins weiter und zweite Kugel. Josef schnell zum Anspieler werden, geht Korbi, legen wir los. Ziehen, vorlegen, Tempo anschieben, hopp, Ronaldo, Finte.
linker Fuß, zweiter Ball, schießt aufs Tor, lenken, gut und schnell zum Anspieler wieder werden. Maxi legt los, das geht, ziehen, vorlegen, hopp. Ah, da hat der Maxi den Ding vergessen, den Ronaldo findet, macht nichts. Maxi macht den zweiten Ball noch, auf geht's, Xaver rückt eins weiter, Maxi schnell zum Anspieler werden, auf geht's, warte noch Xaver, den Ball musst du auf die andere Seite legen, oder nein, du musst jetzt auch mit rechts loslegen, ja, okay, und hopp, andribbeln, Ronaldo, hopp, linker Fuß schießt aufs Tor, zweiter Ball und Abschluss noch und stehen bleiben kurz, geht ein bisschen auseinander da hinten wieder, so. Also ganz kurz die Variante eingebaut, die dann eben in einfacher Technik 14 zu sehen ist, mit verschiedenen Wänden. Ich glaube, als Variante wäre noch gewesen Zidane-Wände, wenn ich es richtig erinnere, und hier eben ein anderer Standtrick. Grundsätzlich kann man sagen, und das hat man vielleicht jetzt auch gesehen, wenn ich nur ziehen vorlegen habe, also eine sehr zeitlich gesehen kurze Aufgabe, dann kriege ich natürlich mit dem Anspieler, mit diesen Anstellregeln, muss ich halt ein bisschen arbeiten dran, dass das immer möglichst zügig geht. Wenn natürlich hier jetzt noch vielleicht eine zweite, noch eine dritte Technikaufgabe da ist, das heißt, der Spieler hier oben, der Kili also jetzt ein bisschen länger beschäftigt ist, dann hat natürlich derjenige, der vorher aufs Tor geschossen hat, auch mehr Zeit, seinen Ball zu holen und sich dort anzustellen. Ja? Und das macht es natürlich dann für den Trainer auch ein bisschen einfacher, weil so ist er natürlich auch permanent am Reden, dass die sich da alle wieder zügig anstellen. Simpler Aufbau, wie vorher auch, die Abstandsregeln wurden alle eingehalten. Und so kann man das auf alle Technikübungen, die im Portal sind, immer anwenden. Es geht eigentlich immer nur darum, wie muss sich angestellt werden und wie ist der Durchlauf dann hinterher. Und eventuell, wenn Positionen zu tauschen sind, dann muss man halt vielleicht noch, falls sie sich eventuell kreuzen könnten, die Spieler so einen Laufkorridor über ein Hütchentor beispielsweise errichten, damit die sich nicht kreuzen. Ist aber jetzt hier in dem Fall überhaupt nicht nötig.